Geburtstag in Hamburg gefeiert, ihren 5-Jährigen. Ich habe meine Schwester war da und hat Musik gemacht, sie war ganz begeistert. Und wir freuen uns sehr, dass du heute nochmal hier bist in Berlin, um uns Digital Media Women vorzustellen. Und ja, ein großer Applaus bitte. Vielen Dank. Feiern kann man ja bekanntlich nie genug. Wir freuen uns gleich natürlich auf die große Feier und verlängern noch so ein bisschen diesen Vorband-Charakter. Ich freue mich total, dass ich hier dabei bin. Und wir haben 5 Jahre Digital Media Women gefeiert, nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Städten. Dazu komme ich aber gleich. Mein Name ist Maren Helsche. Ich arbeite ehrenamtlich als Quartiersleiterin für die Digital Media Women hier in Berlin. Mein Geld verdiene ich mit Datenanalysen, mache gerade ein Programm, um programmieren zu lernen. Und zwar heißt es Red Skills Summer of Code, wo ich an Diaspora arbeite. Dieses Programm ist dafür da, um mehr Frauen in Open Source zu bekommen. Kurz zum Thema, wer sind die Digital Media Women? Es ist ein Netzwerk von Frauen in der Digitalbranche, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Also es gibt Journalistinnen, Grafikerinnen, aber auch Programmiererinnen, Anwältinnen. Also wirklich alle Frauen, auch Männer im Übrigen, die sich eben mit dem Thema digital oder Medien identifizieren und sich da irgendwie stärker engagieren wollen für das Thema Diversity. Die DMW gibt es mittlerweile in 5 Standorten. Die Gründung war vor 5 Jahren in Hamburg und seit 3 Jahren sind wir eben auch hier in Berlin, im Rhein-Main-Gebiet, Köln, Düsseldorf und in München. Inzwischen haben wir ungefähr 4000 Community-Mitglieder, die so lose mit dem Netzwerk verbunden sind und mehrere 100 Fördermitglieder. Also wir sind inzwischen auch ein eingetragener Verein, der eben auch finanzielle Unterstützung bekommt und auch gut gebrauchen kann, wie wahrscheinlich alle Vereine. Was wir so machen, ist alles, was auf unser Ziel hinarbeitet, Frauen in ihrem professionellen Umfeld sichtbarer zu machen. Denn was wir feststellen ist, dass Frauen interessanterweise weniger als Männer, selbst in Branchen, wo sie sehr stark vertreten sind, kaum öffentlich sichtbar sind, beispielsweise auf Bühnen oder in Führungspositionen oder in Medienberichten. Und deswegen haben wir unterschiedliche Formate, um einerseits auf dieses Thema aufmerksam zu machen, also um nochmal klarzustellen, das ist irgendwie nicht normal, dass 50% der Bevölkerung nicht 50% in bestimmten Bereichen vertreten ist. Wir versuchen aber auch durch Enabling, also Ermutigung letzten Endes von Frauen, ihnen stärker Unterstützung zu geben und Hilfestellungen, sich stärker präsent zu machen, um auf bestimmte Probleme auch hinzuweisen, beispielsweise, dass man sich als Frau tendenziell unterschätzt statt überschätzt, vielleicht darüber mal nachdenkt und sich stärker selber auch in den Vordergrund stellt. Muss man kurz was trinken, sorry. Und dazu machen wir eben unterschiedliche Veranstaltungen, die von Meetups über Workshops, aber auch Kooperationen mit Events reichen. Was wir auch machen, ist Lobbying, das heißt, wir arbeiten darauf hin, dass dieses Thema Gender Diversity auch in der Politik, in der Wirtschaft und in den Medien stärker gehört wird. Warum gibt es die Digital Media Women? Das ist natürlich eine große Frage und eigentlich eine einfache Antwort, und zwar aus dem Mangel an Diversity. Also in vielen digitalen Branchen ist Diversity eben nicht so selbstverständlich, wie sie sein sollte. Ich spreche jetzt erstmal nur über Gender Diversity. Wir alle wissen, dass es auch viele andere unterrepräsentierte Gruppen gibt. Und das sind eben unsere Ziele, die Diversity in den bestimmten Bereichen zu erhöhen. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Es ist, genau, also im Prinzip die ich schon erwähnt habe, dass Frauen eben nicht so stark präsent sind, wie sie eigentlich sollten. Und wir würden uns einfach wünschen, dass es völlig normal ist zu sagen, Frauen gehören in der digitalen Branche einfach dazu. Die sind einfach da. Wie kommen wir dahin? Eine Sekunde. Ein paar konkrete Ideen habe ich euch ja schon vorgestellt. Ich denke, für euch ist es kein Thema, wenn ich mich hier umgucke, das ist eigentlich, also falls ich alles sehe, eine ganz gute Geschlechterverteilung. Und
macht mich eigentlich froh, dass gerade in so einem Thema wie Netzpolitik irgendwie viele Frauen auch dabei sind. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht unbedingt immer so. Aber ich denke, daran arbeiten wir ja alle. Es gibt ein paar andere Initiativen, abseits von den Digital Media Women, die das sehr gut hinkriegen, beispielsweise im technischen Umfeld. Die Rails Girls ist so ein Beispiel, die eben auch diesen Summer of Code ins Leben gerufen haben und sagen, wir wollen mehr Frauen einfach ins Coden bringen, also ins Programmieren. Hat jemand von euch eine Ahnung, wie viel Frauen, wie hoch der Frauenanteil in der Open Source Programmierung ist, also aktive Beteiligung? Kann man was sagen? Ja, also 1-5%. Und es ist leider einfach viel zu wenig, weil wir Diversity brauchen. Unsere Probleme, unsere gesellschaftlichen Probleme sind einfach viel zu groß, als dass wir das einfach mit 50% unseres Talentpools, unserer Fähigkeiten einfach besetzen können. Eine Initiative, an der ich auch noch beteiligt bin, zusammen mit Anne Roth, ist speakerin.org, also auch eine Initiative, die mehr Frauen sichtbar machen will, die bereit sind, öffentlich zu sprechen über ihre Themen. Das kann aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also falls ihr Frauen kennt, die da unbedingt drin sein sollen, bitte motivieren, dort mitzumachen und ihr auch selber. Und genau, ganz viele Initiativen mehr, die sich eben mit solchen Themen beschäftigen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn einige von euch uns auch hier in Berlin besuchen. Am 25. August haben wir einen Themenabend bei einem Unternehmen, das heißt Wire. Und da geht es um User Interaction Design und wie man zum Programmierer wird oder zur Programmiererin in dem Fall, obwohl man vorher in einem ganz anderen Bereich war. Außerdem stehen demnächst neue Academies an, das heißt bei uns, also sind Workshops zum Thema HTML und CSS und zum Thema Webinare. Wir würden uns total freuen, ein bisschen mehr Input aus dem Netzpolitikbereich zu bekommen, weil da gibt es bei uns tatsächlich noch nicht so viele Formate zu und wir fänden es total spannend, einfach da mehr zu machen. Und ja, jetzt freue ich mich aufs Feiern und auf Landesverrat. Ja.